Das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig. Mehr als 60.000 Menschen sind hier gestorben. Von ihrem Schreibtisch aus konnte die damals 18-Jährige den Weg sehen, auf dem die Häftlinge in die Gaskammer gingen. Sie sah die Baracken, in denen sie wohnten, roch das verbrannte Menschenfleisch. Diese Details nannte die Richterin, um die Verurteilung der früheren KZ-Sekretärin zu bestätigen. Sie habe erkannt, dass auf diese Art auch sie durch die fortgesetzte Diensttätigkeit und der stetigen Bereitschaft für den Betrieb des Konzentrationslagers unerlässliche Schreib- und Büroarbeiten zu übernehmen, zur Aufrechterhaltung des Lagers, einschließlich der mit seinem Betrieb verfolgten Ziele beitrug. Irmgard F., hier Archivbilder, wurde wegen Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen sowie zum versuchten Mord in 5 Fällen zu 2 Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Dagegen hatte sie Revision eingelegt und ist gescheitert. Philipp Rayon hat für die ARD die Urteilsverkündung heute beobachtet. Es waren auffällig viele junge Leute im Publikum und die haben sehr gespannt zugehört der Urteilsverkündung. Ich würde die Stimmung insgesamt als fokussiert und angespannt, aber dem historischen Urteil angemessen beschreiben. Die Angehörigen und Opfer, die als Nebenkläger aufgetreten sind, waren selbst heute nicht im Gerichtssaal, aber ihre Verteidiger. Und bei denen habe ich eine gewisse Genugtuung und auch Erleichterung gespürt. Die Tötungsmaschinerie der Nazis. Irmgard F. war Teil davon und es reicht, wenn sie ausschließlich vom Schreibtisch aus wirkte. Auch unterstützende Tätigkeiten können rechtlich als Beihilfe zum Mord angesehen werden, urteilt heute das Gericht. Zum ersten Mal wird eine zivile Sekretärin zur Verantwortung gezogen. Seit einigen Jahren erfordert die Rechtsprechung nicht mehr, dass man den Gehilfen jeweils einen konkreten Taterfolg, einen konkreten Mord zuordnen muss. Es reicht, dass insgesamt ihr Bestandteil, ihr Beitrag wichtig war. Miriam Wenzel ist Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt. In ihrer Promotion beschäftigte sie sich mit dem deutschsprachigen Holocaust-Diskurs der 60er Jahre unter dem Aspekt Gericht und Gedächtnis. Das heutige Urteil für sie historisch. Es war sicherlich eine der allerletzten Prozesse. Und das ist natürlich auch ein bisschen zynisch, dass erst jetzt die bundesdeutsche Rechtsprechung so weit ist, eine Sekretärin, die Teil an dem Gesamtmordzusammenhang hatte, zur Verantwortung zu ziehen. Die 99-jährige Irmgard F. ist vermutlich die letzte Person, die sich für Straftaten in der NS-Zeit verantworten muss. Andere Beteiligte sind bereits tot oder nicht mehr verhandlungsfähig. Sie muss nicht ins Gefängnis. Es bleibt bei der Bewährungsstrafe. Aber das Urteil heute liegt fest. Auch eine Schreibtischtäterin ist eine Täterin.